Also, wir stehen hier auf dem Gelände der Roten Fabrik. Wir haben heute den Gemeinderat Zürichs zum Apero eingeladen, um sich doch mal live zu sehen, zu besprechen, nicht immer diese Umwege zu machen über Telekommunikation. Aber das Genauere kann eine unserer Vorständinnen, Katharina Prelitsch-Huber, erläutern. Ja, es geht einfach darum, dass wir dem Gemeinderat, der ja letztendlich der Subventionsgeber ist, aufzeigen, was machen wir in der Fabrik, wie läuft es. Wir sind ja in letzter Zeit leider medial nicht so wahnsinnig toll umgeschleicht worden. Und jetzt wollen wir das Gegenteil zeigen. Wir haben einen wunderbaren, kreativen Kulturort und den stellen wir vor Ort vor. Und ich freue mich sehr, dass alle Bereiche da sind und entsprechend ihr Programm vorstellen. Es ist für mich als Serbica-Mitglied sehr spannend und interessant gewesen, zu sehen, was da alles gemacht wird in der Roten Fabrik und im Rahmen von der IG RF, IG Rote Fabrik. Wir haben das Thema gerade kürzlich dürfen im Zusammenhang mit einem Zusatzkredit für Planung, für die Renovation nach dem Brand dürfen behandeln. Und es hat mich auch persönlich interessiert, um zu sehen, wie es hier vor Ort aussieht. Es ist in einer kurzen Vorstellung die Arbeit von der Roten Fabrik, wie sie organisiert ist, was alles läuft, im Hintergrund und auch im Vordergrund vorgestellt wurde. Sehr spannend gewesen. Mich hat überrascht, dass der Vorstand wirklich in so grosser Zahl tatsächlich auch anwesend war, dass man sich wirklich Zeit genommen hat und zum Gemeinderat und Gemeinderatsmitglieder, die den Weg in die Rote Fabrik gefunden haben, auch zu erklären, aufzuzeigen, was man macht. Und zum zu sehen, auch, wie viele Veranstaltungen auch tatsächlich hier durchgeführt werden. Das hat mich sehr beeindruckt. Mich hat überrascht, eben, dass die Auswirkungen vom Brand noch nicht eigentlich behoben sind, sondern dass die Planung für die Restauration und Umbauten erst anfängt, wenn alles gut läuft, im April und noch bis 2016 werden dauern. Ich hoffe, dass aus liberaler Sicht, dass die Rote Fabrik wirklich auch in dem Sinne eine liberale, freie Institution bleibt, die nicht ausschließlich von Subventionen muss leben muss, sondern wirklich auch vom Engagement der Leute, die da mitmachen und auch vom Engagement von Privaten, die bereit sind, die Projekte zu unterstützen, weil sie überzeugt davon sind, und weil sie hinter dieser Idee stehen. Die Zukunft der Roten Fabrik, die es jetzt schon mehr als 30 Jahre gibt, denke ich, sie hat ihren Platz im Kulturleben von der Stadt Zürich erobert und wird den sicher auch weiter können, besetzen und das Haus auch die Räumlichkeiten bespielen mit viel Kultur. Aber es ist auch genannt worden, es gibt eine Konzentration in Zürich-West auch. Ich denke jetzt da auch als Toni-Areal, wo mit neuen Räumlichkeiten auch wird Theater, Konzert, Performances machen. Das wird sicher eine Erweiterung geben und wird Auswirkungen haben, nehme ich an, auf die Rotfabrik. Aber ich denke, die Rotfabrik insgesamt wird sich können halten und ihren Platz behaupten.